So, Leute, wir sind zurück bei Tales from the Borderlands. Endlich. Es hat super lange gedauert. Ich muss jetzt gerade nochmal wieder mal einen Ton leise machen, weil das immer so schön laut ist im Intro, im Startscreen. Okay. So, es hat sehr lange gedauert. Viele Monate. Also länger, als es normalerweise gedauert hätte, bis die zweite Folge rauskommt. Nichtsdestotrotz, ich habe jetzt ein bisschen Zeit. Wir haben zwischen den Jahren. Es wird schon bald dunkel, ich muss mich ein bisschen beeilen, damit ich noch ein bisschen Licht habe. Tja, Tales from the Borderlands. Wir hatten die letzte Episode gespielt, das war die Episode 1. Bitte holt das nach, falls ihr die Episode 1 noch nicht gesehen habt, denn diese zweite Episode setzt genau da fort, wo die erste aufgehört hat. Und was heißt... Wir hatten das Autorennen hinter uns gebracht, das war ja super, super fresh. Das Autorennen, wo uns das Geld leider wieder abhanden gekommen ist, die 10 Millionen. Aber grundsätzlich, ja, wo fange ich an? Ich bin jetzt ein bisschen konfus beim Erzählen. Also wir sind ja eigentlich auf der Suche nach diesem Vault Key, den wir eigentlich an uns bringen wollten durch ein windiges Geschäft. Der Vault Key hat sich dann als Fälschung rausgestellt. Und also haben wir schnurstracks beschlossen, uns schnell die 10 Millionen noch abzugreifen, damit wenigstens ein bisschen Gewinn noch bei der Sache ist. Die 10 Millionen gingen dann leider verloren. Sie wurden uns entwendet von einem, von Bossa Nova, ein Bösewicht mit einem Lautsprecher implantiert in die Brust. Ja, was dann in der Verfolgungsjagd geendet hat, in einem Autorennen. Wir haben uns dann wie so Mad Max gesagt, das war total das Mad Max-Feeling, das fand ich übrigens riesengeil. Das war wie bei Mad Max dann dieses postapokalyptische Autorennen, bei dem wir das Geld wieder gefunden haben, aber uns es wieder entwendet wurde von einem Verbündeten diesmal, nämlich von diesem Ziehvater von Fiona. Und ja, der uns da irgendwie hintergangen hat, warum auch immer. Er war ja eigentlich wie ein Vater zu Fiona, deswegen ist es noch nicht so ganz klar, warum das so extrem... Naja, warum er sich da so extrem gedreht hat. Jedenfalls, in dem Koffer von dem Geld war noch eine Bombe verbaut und die Bombe ist explodiert, als er das öffnen wollte, meine ich. Und ja, das Geld ist futsch. Oder hatten wir es noch weiter verfolgt? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so ganz sicher. Es ist schon so lange her. Merkst du was? Jedenfalls hat die Episode geendet in dieser Anlage, in dem wir dieses Projekt dann noch gefunden haben. Dieses Gordes-Projekt oder wie das heißt. Und wir hatten da natürlich, weil wir einen roten Knopf drücken müssen, wenn wir einen roten Knopf sehen, dann müssen wir diesen roten Knopf drücken. Haben wir den roten Knopf gedrückt und dann ist irgendwas passiert und wir haben irgendwelche Sachen gefunden, ach. Und dann kam diese blaue Lichtgestalt, ne, da kam dieser blaue Geist oder diese blaue Holoprojektion oder was das war und hat uns dann auf die Schulter geklopft und es sah so aus, als ob nur, als ob nur wir den sehen können, also beziehungsweise nur, na, wie heißt der, Reese? Reese. So als ob nur Reese den sehen kann und die anderen können den nicht sehen, was dann zu ein paar lustigen Situationen geführt hat. Und ich glaube, da waren wir so ungefähr stehen geblieben. Ne, das müsste der Zeitpunkt sein, wo wir stehen geblieben sind. Und ich will jetzt auch nicht zu viel rumlabern. Wir sind wieder zurück bei Tales from the Borderlands. Endlich. Und ich habe einen riesen Bock drauf jetzt. Wie gesagt, wir haben zwischen den Jahren. Ich habe Zeit, ich habe Bock. Also nehme ich schnell mal Tales from the Borderlands Episode 2 auf. Und da stürzen wir uns auch sofort rein. Start. Start Episode 2. Alles klar, jetzt mach schon meinen Ton mal wieder lauter. Die Musik ist auch schon immer so geil. Start Episode 2, Atlas ausgeraubt. Ich habe jetzt eben ein bisschen schnell gesprochen, glaube ich. Ne? Ich hoffe, ihr habt das alles... verarbeiten können. Ich neige zum schnell sprechen, wenn ich... Yes, yes, it's been a while. Everyone knows. Where was I? Ah, yes.
Two unlikely versions of an impossible story. The Hyperion salaryman who stumbled across the perfect plan to defeat his rival. But bad things can happen when you swim against fate. Hijacking the secret purchase of the ultimate prize, a vault key. Finding co-conspirators was easy. Finding real vault keys, Mavericks. Then there's the Pandoran hustler who conspired to sell a fake vault key. But unfortunately, plans don't often go, you know, as planned. Yeah, passiert. A bullet saved is a bullet earned. And now they were stuck with each other, with nothing to gamble but their lives. So, they prepared to face psychos, warlords, even vault hunters. For betrayal, no one is prepared for betrayal. He didn't think she would shoot, but she did. The money was gone, but the path to a vault key was right under their feet. Below the arena, they found the Gortys Project. Atlas's crown jewel, along with a lost king, looking to regain his throne. Das Gortys-Projekt, das hatten wir da unten gefunden. Was es auch immer heißen mag, das hat sich noch nicht so ganz geklärt, meine ich. Es klingt auf jeden Fall nach Geld. Also es klingt auf jeden Fall nach irgendwas, was wir finden sollten und müssen. Die zwei Entführten. Ja, wissen die immer noch? Also das, wir erzählen das ja quasi alles im Nachhinein. Oh, I'm hey, seriously, can you use your words? You're just wasting bullets with that thing. Yeah, okay. Oh, come on, you drooled on me. Huh? Oh, yeah, that's a... Wow, that's a lot. I am feeling a little dehydrated. What is wrong with you? There. Now we're even. You are a monster. Stop. I'm gonna let you out of those restraints. Don't make me regret it, because you'll regret it much more. Mm-hmm. Sure, yeah, okay. Yeah, that works for me. Ja, ja, klar. Kein Problem. We've got a long way to go. We should move before the sun's up. Can I please hit him once? Just to get it out of my system. You gotta work on your anger management. All this animosity is not good for- Just one. What? Huh? I'm good. Just one. Let's go. Ja, und ich darf noch nicht mal zurückhauen, oder was? Also der Reese. Well... Ja, wo waren wir? What is it? Reese, buddy, you all right? You're acting kind of weird, Reese. Weirder than usual. Reese is just excited. He's all right. He, you know, just probably needs some air. So, upstairs, where there's more air, because it's higher, and... Hey, what's up with that map? Computer, enhance! I don't think it can hear you. Oh, that's what it wants us to think. You hear me, machine? I'm on to you. Enhance computer images! Stop it! This is not how computers work. Where are you from? You don't just yell enhance at the screen. Maybe I can bring up a legend on this thing. Ah! Mach's doch nicht kaputt. I'm okay. Did you break it?
Go ahead, Fiona. Pick it up. Fiona. Ow! Hey, Fee, trust me. You don't want to touch that. Das andere vielleicht? Come on! Die Maus ist... I don't understand. Ach, das können wir aufheben. You and Reese are the only ones that didn't shock. Maybe they're somehow imprinted on you. Vintage Atlas. Incredible! Retinal scanner online. Security protocol engaged. Retinal scan required. Please step forward and identify yourself. Maybe we should get out while we have the chance. That map could lead us to a vault. We're not leaving until we know exactly where it's telling us to go. Please step forward and identify yourself. Please step forward. Also, ob der unsere Retina akzeptiert, glaube ich eher nicht. Wo ist Reese? Reese hat irgendwie... wegen Trunks ist er irgendwie abgehauen. Wahrscheinlich redet er da mit dem blauen Geist. Ansehen, Gordes Kiosk. Kiosk. Vergessenes Essenstablett. Ja, keine Ahnung, vielleicht akzeptiert er uns ja. Wir können es ja mal probieren. Hoffentlich kommt da nicht gleich so ein Laser raus, der uns in 1000 Scheiben schneidet. Oh, craps. That's probably not... Wait, you hear that? Sash, cover me while I take a look. Atlas could have booby-trapped the whole place. Got it. Okay, wir brauchen eine Retina. Das... Vielleicht liegt hier noch eine Leiche rum oder so. Was macht denn der Gordes-Kiosk? Scheinbar nicht viel. Ein Essenstablett mit einem Gabellöffel. Löffelgabel. Okay. Kommt hier das Geräusch her, hä? Seltsamer Schrank. Ein großer gelber Knopf. Es ist zumindest kein roter Knopf diesmal. Also einen gelben können wir ja drücken, glaube ich, oder? Klar können wir einen gelben Knopf drücken. Und jetzt was passiert? Ah! Oh, yeah. Okay. Yeah, that's exactly what I thought I was gonna see. Ein Pager. Now all we have to do is get his eye to that retinal scanner. Oh, maybe we can just scoot him over to the computer. Oh. Stimmt, man muss ja noch was tun hier. Zumindest manchmal. Komm. Was ist los hier? Ach, jetzt steckt der fest. Well, that's not gonna work. He's wedged in there pretty tight. Now what? Well, it's a retina scanner, right? We don't actually need all of him for that. Oh, come on. Ja, aber... Sehen wir uns doch erstmal um, hä? Ein Augapfel. Wir müssen jetzt echt einen Augapfel daraus operieren, oder was? Wir gucken erstmal in die Taschen. How much you got? Not that much. Now you think a general would have more walking around money on him? 170? Nee, was haben wir?
Not that much, aber 300 ist doch okay. Es ist zwar nicht so viel wie die 10 Millionen, die wir gerade verloren haben. Look at his uniform. Atlas military, high ranking at that. High ranking. Ah ja, das ist dieser General Pollux. Ah ja, der hat ja einen Pager gehabt. Das war nicht übrigens geil eben mit dem Pager. Dass die da in der Zukunft immer noch so Pager haben. Kennt ihr das noch? Also, ja gut, ich meine, so Rettungskräfte haben das heute auch noch. Aber es gab eine Zeit, bevor man Handys hatte. Also bevor jeder ein Handy hatte. Und das war ja, so in den frühen... Oder ja, Mitte der 90ern war das irgendwann gewesen. Da gab es dann so Dienste wie... Ich wollte gerade sagen Skype, aber es hieß anders. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber es gab diese Pager zum Einstecken, wo die man dann. Und wenn man dann jemanden erreichen wollte, konnte man diesen Pager anrufen. Und der hat dann halt die Nummer angezeigt von demjenigen, der einen erreichen wollte. Und dann musste derjenige, da konnte der zurückrufen, aber natürlich nicht mit dem Pager, sondern der musste dann erst eine Telefonzelle suchen. Oder zu irgendeinem Telefon gehen und denjenigen anrufen, der ihn erreichen wollte. Also es war noch nicht so einfach wie mit den Handys damals gewesen. Aber als die Handys aufkamen, hat sich das, glaube ich, vollkommen erledigt gehabt, das Thema. Skoll! Skoll hieß das, genau. Wer kann sich noch an Skoll erinnern? Das können, glaube ich, nur die älteren Semester. Also. Aber wieder zurück zum Augapfel. His eyes are pretty creepy. You're basically doing him a favor. I'm not sure he would agree. If you try to rip it out with your bare hand, you'll just end up squishing it. If you have a better idea. Any other idea would be a better idea! Ja, das würde ich auch sagen. Jede andere Idee wäre besser, als sein einfach mit dem Finger da. Okay, allerdings die anderen Ideen, die behagen mir auch nicht so sehr. Da war doch diese komische Löffel. Come on! Den Göffel. Wundervoll. Die Mischung zwischen Gabel und Löffel. Oh hey, it's a spoon ist der Göffel. And a fork. How about that? Oh, wait, that's not. Yep. The eye's gotta come out one way or another. Och nee. Come on. Really? Dann göffeln wir mal sein Auge raus. Na, mach. Okay, this is... Okay. Okay. Yeah, you gotta do it. I gotta do it. So I just shove that into his face. Why do you have to say it like that? I'm just saying. You just do it already? Okay. Oh, come on. Wir wollen sich jetzt ein Minispiel dem das Auge rausschneiden, oder was? Why did that just happen? Oh man, you split the eye right in half. All the juice from the thing. Why are you describing it to me? I know, I did it. Right, Susie. Look, all I'm saying is, you got one eye. Right, because he's got two eyes. One eye now. You've got a knack for numbers, don't you? I'll just wait over there. Here we go. Oh, naja, ein Auge ist ja noch übrig, ne? Jetzt sieht er das, jetzt sehe ich das all auf dem... No, es ist überhaupt nicht gut. Alter. Alter! Ooh, I can't tell if that's looking better or looking worse. It's looking way worse. If you're gonna puke, do it on the floor, Halt's Maul!
Ich brauche eure Kommentare jetzt überhaupt nicht. You almost got it. Just cut the thing. Holding it to the thing. Alter! Fang's. Thank you. Hey, and you didn't crush it. I totally would have crushed it. Let's just get this thing over to the scanner. Halt's Maul. Alter, war das ekelhaft. Ich glaube. Also das war eine der widerwärtigsten Sachen, die ich glaube ich jeweils machen musste. Zum Glück war er tot. Hoffentlich. Gut gemacht, Fiona. Deine Mama wäre stolz auf dich. Ja, das fängt ja schon gut an, Neues heute, ne? Das fängt ja schon richtig gut an. Also, dann eyeballen wir mal den Scanner. Which makes it the perfect place to hide a Gordis project. Whatever that is. Message 2. General Pollux. Memorandum. If you're watching this, then I'm already in suspended animation. You must understand, Marino was trying to kill me. And what I possess is far too powerful to end up in the arsenal of a ruthless mercenary. But Marino is no longer a threat. Reanimer. Oh, come on. Hat er noch gelebt? Ja, ich glaube, so gucke ich auch gerade. Oh, no. Does that mean he was... Oh, when you scooped... No way. No. No, he had to be dead when he... Don't. Just... Don't. Alter. So, I guess we're going to Old Haven. Reese, you want to take a look at the... Oh, ouch. I'm fine. What's the matter with you? I'm fine. Be right down. Wait, what? Was zum... I didn't hit my head. What are you talking about? I saw you hit that girder. No. I hit my head on that, but I didn't hit my head when I fell on the computers. And obviously there wasn't a geyser of blood. There was quite a bit of blood. This is all fascinating, Barry. What about Jack? Oh, right. Jack. 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 Was für ein Jack? This, ladies and gentlemen... It's the Gordis Project, and it's gonna lead us to a vault. Ach, das ist Jack. And then I'll probably kill you. What? Okay. Super gemacht. Here's what's gonna happen. You, sorry. What's your name again? Come on, spit it out, dum dum. I don't have all day. Oh, good. You work for me. I thought I was gonna have to get violent there for a second. Or more violent. Jack, dein neuer bester Freundfeind. Come on! Ich liebe Freundfeinde. Turrets, a lot of defenses. It's like Atlas is just begging us to take it. Come on, Cupcake. What's the Alter, ich hab immer noch Gänsehaut von dieser Augenaktion eben. Das war so ekelhaft. Get over here! Yeah, I know. I'm your hero. You're my biggest fan. Blah, blah, blah. Welcome to the
Just try and fight yourself again. You might short yourself in the devil. All right, take notes, kiddo. I'm not one to repeat myself. Our first step is secure the area. Not enough to attract bandits, just enough to keep out the gawkers. You're a hologram. Yeah, I'm your boss, which means I can terminate your employment. No, I mean, I can see through you. Yeah, I was just threatening to kill you. I wasn't being subtle. Right. I understood. Oh, you talked way too much. I'm gonna have to fix that. What? No. Why did that just happen? Tom. Oh, shut That's what does. Are you screaming because you're in pain, or are you just freaking out because this is really weird? It is weird. Would you please stop doing that? This doesn't make any sense. Stand still, damn it. Stop doing that! Der weiß irgendwie nicht, dass er ein Hologramm ist, scheinbar. Down on Pandora. I mean, here on Pandora. No. That's impossible. I can't die. No, it's stupid. No way. Oof. Sorry? I had to tell someone they died before, so... sorry? That must suck. Heroes don't die. Especially not before the story gets to the good part. This doesn't make any sense. No. I'm handsome Jack. I don't die. There's too much left to do. I'm not having it. Not happening. Hey, come here, Cupcake. Just let me try to rip your throat out one more time. Just one more time. Come here. What? No. Auf damit jetzt. I think I just gotta be quicker about it. That's what it is. Im Ernst, Mann. You're dead. Deal with it. Killing people, that's how I deal with things. Come on, just let it happen. You're so stupid. Watch your head do me. What's the matter with you? Also keine Blutfontäne. Na also. Why am I still conscious? I don't understand. Reese, hey, you alright? What the hell are you doing? You're acting strange. I know that sounds weird, but I just saw Handsome Jack. What are you saying? Handsome Jack, he was next to me. Right. Okay. Well, you had quite a spill there. Let's just get you up off this thing. Here you go. You know, these fumes can't possibly be helping. Oh, I must be pretty out of it. I'm seeing stars. Shooting ich auch. Stars. Ah, das ist bestimmt nichts Gutes. Moonshots. Moonshots. Really? Moonshots. Moonshots. Was sind Moonshots? Moonshots sind auch nichts Gutes. Loaderbot. Cool. Ich habe den. Warte. Ja. Loaderbot. Das war sowieso der coolste, glaube ich, noch. Jetzt? Oh, ja, hol uns hier raus. Na also. Loaderbot! Okay. Get it! We gotta go! When we get back, but we have to not die right now. We used up our boost getting out of there. How long till it recharges? A few minutes at least. Give me the wheel. What? Why? I'm not hearing a good reason. That's what I thought. I can dodge the moonshots. That's impossible. Not if I know where they're gonna land. Then what? We'll go to Hollow Point. They can't track us there. You better know what you're doing. Okay, here's what we're gonna do. Just keep us alive until that thing is full and then we can boost out of here. Got it? Yeah, I got it. I don't got it! Got it!
Haben wir's? Ja. Wir leben, wir leben. Und wir packen das. Was ist das denn? Was machen diese Vögel jetzt hier? Where the hell did they come from? Wo kommen die denn her? Was? Cool. I can't see. I believe I'm saying this. Fiona, help! Fiona! Hey, what are you guys doing? What does it look like? Steh auf. Fiona, steh auf. Q, 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 Q. Ein Rackheim. Not cool. Oh, scheiße. Ich, was machen wir? Help, Reese. I'll cover the back. Oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich da eben gedrückt habe oder ob das gut oder schlecht war. Warum müssen wir alles so schnell sein? Eine Bratpfanne. Der sieht nicht freundlich aus. Der sieht überhaupt nicht freundlich aus. Was ist los? Was müssen wir? Schutz. Oh Mann, Reese, guck doch nach vorne. Der Boost ist voll oder fast voll. Und Boost. Bam! Da hast du's. Nimm das, Rackhive. Das, du bist ein Ex-Rackhive. Die Musik, das ist ja fantastisch. Was macht ihr denn? Haltet euch doch fest. Das ist eine tolle. Wie ein Comic, ey. No! Die Socken. Telltale Games Series. Das ist erst das Intro. So, jetzt nach einer halben Stunde oder was kommt das Intro? Die Musik ist super. Überhaupt, beim letzten Mal schon mal. Das letzte Intro war schon so geil, das ist eigentlich noch besser. Das ist super gemacht, echt. We'll all be there.
Choreografie Jason Latino, der Latino. Hat eine gute Choreografie gemacht. Also das ist wirklich super inszeniert. Aua. Ja, wie? Was? Fahrt ihr einfach weiter? Fiona, du wirst doch wohl umdrehen und uns wieder abholen. Das war ja mal ein super geiles Intro jetzt gewesen. Ich kann das nicht genug loben. Weil das kam auch so, es kam spät, aber dann kam das so aus dem Blauen raus und... Ah, das war einfach klasse. The list of things that might kill us keeps getting longer. I hadn't even thought about moonshots. Racks, skags, bandits, dehydration, heat stroke, regular stroke, stroke, stroke. Stroke, stroke. Whatever that is, that murder pile. The list just keeps getting longer. I've never felt so alive! Jawohl! This is awesome! I can't imagine going back to financial reports. Ugh, boring! It's the spirit, buddy. It's just, I know it's weird to say, but I'm having a great time. Fun. I feel the same way. Naja. This is what I'm talking about! Mixing it up with Hyperion, teaming up with grifters? Come on, these are the types of stories we'll tell our children when we're millionaires. We just survived moonshots from Hyperion, huh? Friggin' moonshots, man! I am not afraid anymore! You hear me, Hyperion? I am Vaughn, and I am not afraid! Ja, es sitzt gut. Relax, it's a bet. Oh. Beruhig dich mal wieder. I have to pee. Genau. Not because I was scared. I had to go anyway. Das glaube ich dir. Geh einfach mal austreten. Freeze, you're alive. Thank God you guys are okay. I thought that was it for a second there. I am so relieved. So, thanks for the warning. Trust me, I tried. I did. Tell her to send some supplies! Yeah, don't talk to me while you're peeing. Thank you. Sorry! Almost done! Anyway, I got them to stop shooting, but I can't keep Vasquez from wanting to take you guys out. I'm doing what I can, but it's chaos up here. So I can't talk long. Vaughn is requesting supplies. Oh, and we're stranded out here in the desert. Look, I'm able to track you, so stay safe for now. I'll send what I can. Cool. Hopefully she can help us out. We can't be walking through the desert too long. I mean, not without water. Go through all this and die of dehydration would be pretty lame. Vaughn? Should I be calling a doctor? What? Why? What's happening? Because you are all cut up. What? Am I bleeding? Where? No, what? You're weirdly buff. I put an exercise bike in my office a few months ago. Don't worry about it. Right. He is pretty young. Du schon wieder? Was machst du denn schon wieder? Saving the world doesn't leave you much time for the gym. Would you stop sneaking up on me? Who's sneaking? I don't sneak. Oh, so you've been here this whole time? Yeah. Oh. Reese, who are you talking to? So he definitely can't see me, right? You're kind of freaking me out, Reese. We're the only ones here. Hey, Reese, buddy. There's no way this guy's gonna believe. You have been hitting your head a lot lately. Hey, so remember earlier when I said I could... see Handsome Jack? Sure, right after you fell off the ledge. Oh, yeah, right. Well, it's true. He's standing right next to you. Right. So, Handsome Jack is standing next to me. Yes. Yeah. And I can't see him, but you're able to see him and also talk to him. Correct. Sounds like it. He definitely thinks you're crazy. Who exactly is this little muscle-bound tool? I'm not crazy. Oder doch? Okay. Ask him how many fingers I'm holding up. I don't know. He's scratching his ass and, Oh! God, I think he may have pissed on his shirt. That's not clean. How many? Three. Three. You're holding up three fingers. Lucky
guess. You know it's not. Come on. We should get out of the sun. I don't understand. Join the club. Jinx. Jinx. Let's go. I can't tell if I'm crazy or you're crazy. Ich kann es auch nicht so genau sagen. Wahrscheinlich alle. I don't know what state of being I'm in right now, but well, walking still sucks. Stimme ich zu. What are the odds? What does he mean? Yeah, what do you mean? I mean, of all the people in the universe, Handsome Jack could be appearing to, it just happens to be the guy who's totally obsessed with him. I mean, it's crazy. It's like destiny. What? Should I be creeped out right now? Because I'm feeling a little creeped out. What? No, I wouldn't say I'm, you know, obsessed. I admire his work, sure, but I mean, obsessed? That's a strong way to describe it. Down a couple of notches, kiddo. I'm really digging how you're looking at me right now. I'm not sure it is. I mean, think about it. You got all those Handsome Jack posters in your office, dude. I think that's a little weird. That makes two of us. Yeah, those are motivational posters. You like the cat hanging? They're Hyperion issue. Well, maybe it has something to do with the Nakayama drive. Namayaka, what? Why does that sound familiar? No, I did shove a bunch of data, you know, straight into my head. Nakayama, right, the weirdo that was obsessed with me. The other weirdo that was obsessed with me. I'm not obsessed. Oh, man, Hyperion would kill to get their hands on this. This? You! Your head or body or whatever Jack is in. Yeah, they would, wouldn't they? Whatever version of Jack you've got in there, Nakayama stored it for a reason. Damn right, even this idiot gets Hyperion it. Would scour the ends of Pandora to get keine it. Keine Mitte, halten uns alle für verrückt. Not at least until we what? Figure no, out no, what no, 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 you need to get me back yeah, to Helios. You're probably right. No, no, you are definitely wrong. This is torture. That's what it is. I'm in hell. This is what hell is. It's about time. Vorräte. Thank you. Hopefully she included some water. Ja, bei Vorräten sollte ja auch Wasser dabei sein. Oder zumindest was Trinkbares. Aber hey, hey, it's coming right for us. Yeah, I guess that tracker's working, huh, boys? It's coming right for us! No! Come to Papa! Oder doch keine Vorräte? Du. Auch nicht der Typ. Nice sock. Nice sock. Ja. Fancy meeting you two here. Here I was, out for a nice drive, and I land right on just the guys I was looking for. It's red, Hugo. I thought you wanted your car in black. Ho ho ho. Let's see what you did there. That's funny. You steal my car, you make jokes about it. That's good. That's great stuff. Ja, so bin ich. Look, I know we had a deal. Ja, aber... Well, I don't like to go back on an agreement made man to man. The circumstances have changed. Hey, that's right. We did have a deal. You convinced me to double-cross my best friend, and the day isn't even over before you're double-crossing me? Oh. Was? What? What? Man, when you put it like that, it does sound awful. What? Should've known better than to trust a snake like you. Oh, don't be like that, little guy. It's just the way of the, Hat er uns hintergangen? I'm gonna go see if I got a shirt in the trunk, because your body is making me uncomfortable. Hold tight, kids.
told him I would sell you out, but I swear I wasn't gonna do it. I was just saying whatever he wanted to hear to keep that jerk off our backs. I wasn't gonna follow through with it. Please believe me. I swear, Reese, I would never... We will talk about this later. Okay. Darüber unterhalten wir uns später nochmal, Kollege. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. There, shovels, genius. You two freaks start digging. I want to see a decent grave going before too long. Ach komm, das ist doch jetzt Klischee. Don't make me tell you again. Let's work this out. We're way, way past that. You and me, we could partner workers. Oh, who knew you had such a flair for comedy? You should take that act on the road. Oh, wait, no, you're gonna be dead in 5 minutes. Nicht, wenn ich 10 Minuten grabe. What part of dig don't you understand? Let's get going, Mr. Universe. Okay, just don't shoot. There you go. A little hard work never killed anybody. I mean, you're gonna die. Sorry, ich habe nur gerade mal gecheckt, wie weit wir sind. Wir müssen gleich mal Pause machen. I'm gonna kill you. Dig! To be fair, that was supposed to hit you. Das macht's wahrscheinlich besser. Aua! Verdammt nochmal! Damn, that smarts. I think I did that wrong. You got a tough noggin. Looks so easy in the movies, but... Amateur hour. You gotta aim for the bridge of the nose, dum-dum. How is it every time I show up, you idiots are in a worse situation? You're not helping. Alright, fun's over. Looks like we'll be settling for the shallow variety of grave. Reese, you die first, and then he can load your body in the car. I'll bury Vaughn myself. What? Yeah, they want this idiot's body for something up there. Something, important floating around in his head. This is a prototype. The most advanced gun Hyperion has ever made. Someone's overcompensating. Ich glaube auch, ja. Ich habe bestimmt einen kleinen Penis. Any super Knarre? Last words? Before the inevitable. You don't even know how to use that thing. Maybe you should have read the manual, huh? Manuals are for amateurs. Is there a problem? I know how to shoot a gun. I just want to get the maximum damage out of this thing. Okay, no. Look, much as I have to watch this idiot kill you two idiots, I can't let that happen. I'm not inside you, but if you go, I go. I've enhanced your Echo Eye, so use it to hack something and get us the hell out of this jam. Figure out how you can pay me back later. I've got you back. Right. Okay, mess this guy up. Heavy, but it's solid pieces. Was hacken wir denn jetzt? Ich weiß es nicht. Das Auto hacken? Die Hupe. Das Radio. Das Gaspedal. Die Hupe lenken ja ab, ne? Lenken wir den mal mit der Hupe ab. Vielleicht können wir den dann von hinten. There we go. Wait. Was ist eine Hupe? Surprise! Yeah, I'll be the first person to shoot. Okay. Oder können wir vielleicht die Waffe... Vielleicht versuchen wir es mal mit der Waffe, vielleicht können wir die so... What? Ich
Scheiße. Ja, das war nicht das war nicht okay, look, nicht wie geplant. I love to watch this idiot kill you two idiots. I can't let that happen. I'm inside of you. I'm not inside you, but I'm like, look, if you go, I go. I've enhanced your echo eye, so use it to hack something and get us the hell out of this jam. Figure out how you can pay me back later. I've got you back. I got you back. Okay, mess this guy up. Also das mit der Knarre war wohl jetzt nicht die geilste Idee. Was man halt mit dem Gaspedal vielleicht, wenn sein Auto wegfährt. Wenn sein tolles neues Auto wegfährt. Yeah! Hat er auch gar nicht gemerkt, wie das Auto losgefahren ist. Was ein Depp. What are you doing with your hands? I'm not doing that. Oh, hello. This is an interesting little development. Ah, kann der jetzt unsere Hand kontrollieren oder was? This is my hand! Get out! Oh, come on, don't be like that. Ach, weil das ein Roboterarm ist, also weil das ein. Du hast dich selbst geschlagen. Auf jeden Fall. I'm gonna kill you. I'm gonna kill you. No, that bot! Yeah! I knew a vet wouldn't let us down! Oh, come on! Not now! This isn't over! You hear me? You hear me? You hear me? Loaderbot holt uns immer raus. Should we be going to Hollow Point or straight to Old Haven? I mean, they know where we're going. Maybe we should just meet them there. Well, I guess we could just meet them in Old Haven, get a head start, or we could always just go to Hollow Point, though that might be dangerous. Man, this is a big decision. It's weird, but I always, you know, talk to myself during, you know, huge choices. It's just something I do when I know it's just, you know, super important. Hollow Point or the Old Haven? To you. I'm talking to me right now. So, anywho, probably should just choose something. Old Haven war ja das, wo das Gottesprojekt sein sollte, ne? Hollow Point sagt mir überhaupt nichts. Was ist das? Hollow Point wurde als Höhlennetzwerk unter dem Berg gebaut und scheint verantwortlich für die vollständige Abholzung in der Gegend zu sein. War beheimatet eine Vielzahl krimineller Elemente, Herkunft unbekannt. Hinweis auf Kopfstärke, Hochstapler alias Fiona gesichtet. Belohnung erhöht auf 38.000. Fiona ist in Hollow Point. Okay. Old Haven. Als eine der ältesten historischen Siedlungen Pandoras hat Old Haven eine Vielzahl verschiedener Einwohner beherbergt. Soll einmal eine Festung der Crimson Lands gewesen sein, zur Zeit verlassen. Anomalie entdeckt. Die Messungen zeigen einen ungewöhnlichen hohen Energieverbrauch. Also eigentlich, also unser Endziel ist ja Old Haven. Das heißt Endziel, also da, wo wir eigentlich hinwollen, um den Vault Key zu finden, oder zumindest das Gordes-Projekt, das uns dann zum Vault Key führen sollte. Und Hollow Point ist jetzt Fiona. Was soll ich tun? Wo wollen wir hin? Also ich würde mal sagen, die Fiona
warum soll ich da eigentlich nachrennen? Die kamen jetzt auch nicht zurück, um uns zu helfen, oder? Die sind einfach weitergefahren und haben uns in der Wüste zurückgelassen. Ohne Wasser und ohne was zu essen. Die haben sich überhaupt nicht gekümmert. Die sind einfach weitergefahren. Und deswegen renne ich denen jetzt auch nicht nach. Sondern gehe gleich nach Old Haven. Weil wir da vielleicht das Goddess-Projekt finden. Somit haben wir vielleicht wieder einen Vorteil. Wir sollten noch nicht den Fehler machen, diese Fiona und ihre Schwester als Freunde anzusehen, weil ich glaube, das sind keine Freunde. Die haben überhaupt nichts Gutes für uns getan bis jetzt. Die haben uns eigentlich immer nur Ärger gebracht. Muss man auch mal sagen, ne? Die haben uns immer nur Ärger gebracht bis jetzt. Und jetzt lassen sie uns in der Wüste hängen. Wir fahren direkt nach Old Haven und krapschen uns das, Gottesprojekt. They saw the map. They know to meet us there. You sure? We're the ones that had to escape certain death. They'll be fine. Genau. Yeah. Okay. Okay, let's do that. To Old Haven. I'm sorry. Okay, I'm sorry. It was just to keep Vasquez off of us. Like I said, I would never betray you, bro! Do you forgive me? Just say yes, because I feel like super bad right now, bro. Even though I wasn't gonna go through with it. It's good, bro. Really? Yeah, yo, bro. Don't sweat it, we're good. Oh, bro, thanks, bro. No problem, bro, bro. Bro, bro. No problem, bro, bro. Alles klar, gib mir die Faust, Dicke. Thanks, bro. Hey. We're bros, bro. Bro, bro. Was, warum nicht? Warum nicht ich? Told you to have him evacuate. Weil ich ihn explodieren lassen hab's erste Mal, oder was? Bro, bro, bro. Jetzt hat er sich gemerkt, hä? Bro, bro. Bro, 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 bro. Ja, alles klar. Bro, 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 bro. Are you done? Unbelievable! Bro, 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 bro. We should probably let him finish. So anyway, we head over to Old Haven and... Warum? Oh, wait. You were talking about him? Or who were you talking about? I'm sorry. Please continue. Oh, last thing. One of you will have to change the tire. Ja, das hat sie gemeint. Hättest du doch erst den Reifen wechseln lassen sollen. Naja, Fiona, wechsel du mal den Reifen. Ah, wahrscheinlich musst du es wieder Reese machen. Loaderbot ist richtig gut. Gut, einen Loaderbot zu haben. Sag ich immer. Es ist gut, einen Loaderbot zu haben. Not to be a downer, but I'm not seeing any Atlas facility. We're ja, sure das this is the to... right spot? All right, guys. Sure, it's not a fancy resort town, but we're not here for a day at the spa. We're looking for a top secret military facility. Don't worry. Right. We'll figure this out. Finden wir schon raus. I can figure this out. Guck mal, da sind irgendwelche Leitungen auf dem Boden. Ich kann die Pilze scannen, aber ich scanne mal die Leitungen. Well, look at that. Looks like we're onto something.
Guys, come check this out. It's like the whole grid leads right to here. I mean, with all these power lines everywhere, they've got to be connected to something, right? Na, dann werden wir dann mal suchen. Alles klar, Leute. Ich werde hier mal eine Pause machen. Ich weiß nicht, ob ich das nachher noch... Ja, vielleicht mache ich es gleich noch weiter. Mal gucken. Auf jeden Fall geht es jetzt mit schnelleren Schritten weiter. Es ist so cool, wieder zurück in den Borderlands zu sein. Ich habe das auch... Jetzt, wo ich es wieder spiele, merke ich eigentlich, dass ich das schon viel früher hätte weitermachen sollen. Der erste Teil war schon total cool gewesen. Der zweite gefällt mir jetzt eigentlich noch besser als der erste bis jetzt. Und ich finde den Humor einfach total abgefahren. Wir mussten jetzt schon so abgedrehte Sachen machen. Das Spiel ist total durchgeföhnt. Echt. Finde ich super. Ich freue mich schon auf die nächste Sitzung. Und bis dahin sage ich mal, bis dann in diesem Theater. Bye, bye.